Hi! Ja, das ist mal ein schöner Anblick, oder? Ja, ja. Die Ware ist da. Die Ware ist da. Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Teil. Das ist einmal Highbike Full 910 und einmal Highbike Full 9. Full 710. Full, oh mein Gott. Ja, das ist jetzt, also ich blicke ja gar nicht mehr durch. Das ist Full 910, ja. Das also ist was? 29er-Bereifung vorne, hinten und dann 10. Die höchste Stufe bei Aluminiumrahmen, also bei den Fullies auch, also das Topmodell von Highbike. Okay, also 10 heißen die Beile. Das eine ist 27,5 Zoll und das andere 29. So 29, deswegen heißt sie Full 9 oder Full 7. Also nochmal zum Mitschreiben. Das ist Full 9. 10. Das heißt also hohe Ausstattung, das Beste, was gibt. Genau, mit 29 Bereifung, 1 zu 1 das gleiche Fahrrad. So, und das ist das 27,5er. Genau. Das ist das Full 7. So, das heißt also hier etwas agiler, muss man sagen, nicht ganz so laufruhig. Genau, ein bisschen agiler für jemanden, der dann ein bisschen mehr Trace fahren will. Und dann haben wir das als Full 7 da. Nächstes Jahr kommt wieder eine Bezeichnung, dürfen wir noch nicht sagen. Also für die, die es gerade aufgeschrieben haben, das ist nur noch wahrscheinlich ein Jahr aktuell. So, trotzdem, das sind tolle Fahrräder, muss man sagen. Preisbereich hier, wie liegen wir? Preisbereich sind nur bei 6.000 Euro. Nee, wir sind bei 6.000 Euro, 5.999, genau. 5.999. Und wir kümmern uns jetzt mal um dieses Modell hier. Das ist ein Full 910. Bedeutet ein voll gefedertes Fahrrad. Da muss ich sagen, da fängst du schon an zu grinsen. Das ist was, würdest du auch privat kaufen? Würde ich E-Bike fahren, würde ich mir so eins zulegen, ja. Warum? Du bist ja hier Techniker, muss man sagen. Ja, also erstens hat es die richtige Größe, aber das ist gerade irrelevant. Es ist eine Pike verbaut, da darf man nicht meckern. Also eine RockShox. RockShox Pike, genau. Dann dazu sind 4 Kolben XT-Bremsen verbaut. Also so ziemlich das Beste, was es gibt, oder? Genau, mit das Beste, was du kriegen kannst. Dazu ist eine XT-Schaltung auch verbaut, also komplettes XT-Fahrwerk. Ein RockShox Deluxe Plus Dämpfer. Warte mal, du bist so schnell. Ich zeig mal gerade das XT-Fahrwerk. Da ist es. Dann RockShox. Genau. Achso, die haben XT. Ich sehe es schon. RockShox und Shimano gemischt. Genau. Aber mit einem Bosch CX-Motor, also kein Shimano. Aber das soll jetzt nicht schlecht klingen, sondern sogar gut, weil es ist ein CX, der hat 85 Newtonmeter. Das ist einer der besten Bosch-Motoren. Momentan ist es noch sehr, der sehr beste. Leicht, oder? Ja. Genau. Und auch nicht zu laut. Muss man dazu sagen. Also so eine echte Neuentwicklung, muss man sagen, wo der Markt drauf gewartet hat. Vierte Generation gibt es jetzt wie lange von dem Motor? Gut ein Jahr, jetzt eineinhalb Jahre so richtig auf dem Markt. Vor 2 Jahren wurde es vorgestellt und mit dem 85 Newtonmeter jetzt seit gut 9 Monaten. Durch ein Update, also weil Shimano quasi 85 Newtonmeter angeboten hat mit dem EP8, musste Bosch auch was machen, um quasi vorne dabei zu sein. Und die haben es dann per Software-Update dann hoch gepusht. Es gibt auch viele Kunden, die downgraden, weil die hätten gerne mehr Reichweite. Man hat ungefähr 10% mehr Reichweite, wenn man mehr Newtonmeter hat. Und wir haben auch Kunden, wo wir bei denen auch das Ganze downgraden. Du zeigst schon die Bremse, XT. Ich bin vollkommen beeindruckt von der. Also die XT packt wirklich zu. Ich habe leider eine Magua, muss man sagen. Ja. Und Besonderheit ist auch bei der Scheibe, du siehst es, hier sind Magnete verbaut. Das ist jetzt keine normale Scheibe, die ist so ein bisschen teurer in der Wartung. Ach so, die machen die Abnahme dann, die genau. Geschwindigkeitsabnahme. Für die Geschwindigkeitsabnahme, da gibt es jetzt nicht mehr diesen Sensor, der hier an der Speiche fest ist, sondern der sitzt hier fest. Der ist hier versteckt schön und die Magnete sitzen dann an der Bremsscheibe fest. Hat den Vorteil, es ist noch einen Tick genauer. Okay, da kommen mir schon direkt so Tuning-Gedanken, wenn es an der Scheibe ist. Weil es ist schwieriger, das sogar zu tunen. Ist so? Ja, es ist schwieriger, das Ganze nochmal zu tunen. Und bei Generation 4 kann man generell sehr, sehr, sehr schlecht tunen. Geht aber, habe ich gelesen. Also das stimmt nicht. Es funktioniert nur maximal 300, 400 Kilometer. Der Software hat so eine intelligente Software drauf und der blockiert das. Es hat noch keiner geschafft, 3.000, 4.000 Kilometer mit dem Bosch CX Generation 4 getunt zu fahren. Okay, das heißt, die sind nicht blöd. Es geht darum, dass die Hersteller, glaube ich, so ein bisschen mit in die Haftung genommen worden sind, wenn das zu einfach gemacht wird. Genau, dann die EU hat ja vorgeschrieben, man muss ein Konzept anbieten, um Tuning schwerer zu machen und da hat jeder Hersteller sich was anderes überlegt. Bosch hat jetzt eine KI-Software, so eine künstliche Intelligenz-Software, die anhand Data Management guckt, wie ist der Fahrprofil von dem Kunden in den letzten 300, 400 Kilometer und anhand das merkt er dann auf einmal, es kann sein, dass es 300 Kilometer fährt und auf einmal merkt der Motor, okay, da stimmt was nicht. Oder also wenn der Fahrer zum Beispiel wechselt, hat er Pech gehabt. Genau, und dreimal kann man diese Sperre rausnehmen und beim vierten Mal ist der Motor für immer gesperrt.
Was heißt, wenn du jetzt tunst und der Motor, kann sein, dass es nach 10 Kilometer merkt, kann sein, dass es nach 300 Kilometer merkt, dann muss es erstmal nach Hause schieben. Das ist mal 24 Stunden. Super, das ist ja geil. Beim zweiten Mal muss man dann schon zum Händler, beim dritten Mal auch und beim vierten Mal ist dann Schluss. Da kann auch Bosch nichts mehr machen, da ist der Motor für immer hin. Sehr schön. Ja, 29er Bereifung, du fährst ja selber gern mal ins scharfe Gelände. So, was hat denn das für einen Vorteil, 29er? Man kommt leichter über Steinfelder, also mehrere Steine hintereinander, Steinfelder eben, kommt man leichter drüber. Es rollt leichter. Man ist aber nicht so agil wie mit 27,5 oder sogar 26 Zoll in einer Kurve. Könnte ich vorne einen 27,5er drauf haben, nachträglich? Ja, hinten auch. Hinten auch, würde gehen. Also ja. Es geht aber nicht umgekehrt, doch, geht auch. Bei einem Full 9 schon. Bei einem Full 9 schon, denn wir haben ja den kleinen Bruder hier, den Full 7. Genau. Was wäre jetzt deine Wahl zwischen Full 7, Full 9? Du hättest nur die beiden und die Welt würde morgen untergehen. Full 7. Full 7, ja. Etwas agiler. Genau. Full 9. Aber du siehst jeder Kunde, der tickt. Kannst du mir Gefallen machen, mach mal gerade die Sattelstütze ein bisschen runter, weil das sieht so aus, als wäre es ein Zirkusfahrrad. Ja gut, das hat auch der Mechaniker vergessen, komplett runter zu machen, weil Stückchen kommen, bringen wir die immer raus, damit wir es an den Haken da festmachen können. Sehr, sehr schön. So, die Optik gefällt mir jetzt schon mal ein bisschen besser. Ja, das hier sind jetzt verschiedene Rahmengrößen, wir haben dir mal gezeigt, denn ihr seid lieferfähig. Du hast von dem Full 9, 10, wie viel da? Noch 10. 15 Stück. 10, 15 und von dem anderen Full 7? Auch so 10, 15 Stück. 10, 15. Die allerersten sind nach Österreich. Da grüße ich auch unseren Kunden. Da war eine sehr nette Familie. Vorname? Von dem Kunden. Boah, das habe ich jetzt vergessen. Österreich, Seppel? Ich weiß nicht. Das war ein sehr netter Kerl. Anton heißt ja mein Skifahrer. Anton, genau. Der kommt ja aus Österreich. Ja, der ist da. Der Toni. Overreit. Nee, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber waren die da und die haben die allerersten quasi für sich dann mitgenommen nach Österreich. Die haben uns auch geschrieben, die sind super zufrieden mit den Rädern, machen die Trails in Österreich gerade unsicher. Und die sind auch am Abend, also die sind ungefähr 6 Stunden gefahren, die sind dann irgendwie abends angekommen und er hat dann nochmal geschrieben mit seiner Frau, er konnte nicht warten. Der hat dann nachts angefangen dann zu fahren, die sind dann nochmal abends gefahren und sind irgendwann mal dann umgekippt. Und die schreiben uns alle paar Wochen, wie sie die Trails da unsicher machen. Ja, Puyon-Display drauf. Tolles Display. Drauf. Er zieht schon mal klein. Einen Helm schon mal an. Ich sehe schon. Heißt, man kann auch den Neon hier nachrüsten. Viele Kunden, der Kunde aus Österreich wollte jetzt auch unbedingt Neon drauf haben, aber die sind leider nicht lieferbar aufgrund der Chipknappheit weltweit. Ja, das Interessante ist, wenn du es mal gerade anmachst, es ist ein sehr kleines, tolles Display mit Riesenziffern, was super ablesbar ist. Und viele nehmen erstmal das und sind dann ganz verwundert, naja, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, oder? Es reicht aus. Also es ist ein super Display und man braucht dafür auch keine Brille, um es zu lesen. Aber irgendwann mal, wenn der Kunde sagt, wir haben jetzt auch einen Kunden Richtung Taunus gehabt, der wollte auch unbedingt das große Neon-Display wegen Navigation, kann man jederzeit nachrüsten. Das ist ein Fully, hier vorne ist die Ladebuchse, machen wir auf wieder. Genau, die Züge sind sauber versteckt, das schenken wir uns jetzt mal bei 6.000 Euro. Man kann hier auch den Range Extender drauf machen bei Highbike, wir kennen es ja. Also Range Extender heißt zusätzlicher Akku. Den zusätzlichen Akku. Die schalten automatisch um oder muss ich da so einen großen Hebel umlegen? Nee, die schalten automatisch um. Die laden automatisch auch? Die laden automatisch, ich weiß nicht, ob die gleichmäßig offen. Ich glaube, die laden einen voll und dann den anderen. Aber du brauchst nicht umstecken. Nein, musst du gar nichts machen. Der ist dann automatisch drin. Leider ist die Halterung jetzt bei Halberg auch nicht lieferbar. Wir haben viele Kunden getröstet, haben gesagt, in ein paar Wochen, wenn es lieferbar ist, können die das Ganze dann nachrüsten. War eigentlich vollkommen gelogen, weil die ja eh nichts liefern können. Halberg kann wirklich nichts liefern. Nee, es war ein Scherz. Aber ich habe viele Händler, muss ich sagen, die warten wirklich auf Belüftung. Die Halberg-Lieferung, Belüftung. Viele haben erstmal gesagt, warum ist der Motor nicht so schön integriert. Aber dann haben die gemerkt, wenn es halt extrem gefahren wird, der Motor ist halt gut durchlüftet. Ja, ich filme mal gerade das Schild ab, wenn du mal gerade hier stillhältst. 5.999 Euro ist ja schon mal eine Ansage. Trotzdem, geht es noch höher eigentlich bei Highbike? Von ja, ist noch höher, aber erst bei der All-Mountain-Seihe oder die Enduro-Seihe. Bei den Fullies ist hier schon Schluss. Was ist All-Mountain nochmal zum Vergleich? Nochmal sportlicher und dann mehr Federweg. Federweg, also mehr Downhill. Federweg und Mixbereifung, also hinten 27,5 und vorne 29er. Ganz wichtig ist, du bist ja ein vorbildlicher Fahrer, auch für kleine Kinder. Close your helmet mit Magnethalterung. Und mit MIPS. Was, mit was? Mit MIPS-Einlage, der Arbus Montrailer. Also ist nochmal ein extra Schutz für den Kopf. Okay. Habe ich, der irgendwie den Kopf nochmal schützt, ist irgendwie so eine Klammer fast wie um den Kopf, die sich zuzieht, oder? Genau. Ja. Also genau. Sehr, sehr sicher. Genau, ja.
kann man nur empfehlen, nicht, ich sag mal, da zu sparen. Du hast jetzt deinen Helm ein bisschen gepimpt, muss man sagen. Der Originalhelm, der war dir zu schnöde, ja, und hast da ein paar Aufkleber drauf gemacht. Genau. Unter anderem ein paar tausend. Komm, fahr mal. Der Kunde hieß Michael, ist mir jetzt eingefallen. Michael heißt er, okay. Und das ist der Johannes. Wir grüßen den Michael. Der Johannes ist hier Techniker, ist schon wie lange bei dir jetzt? Ein Jahr fast. Ein Jahr. Und ist schlimm, geht's mit Majid? Nee, gar nicht. Unglaublich, ja. So, bitteschön. Du hast viele Leute, die aktiv Trail fahren. Ja, wir haben jetzt mittlerweile 5 Mitarbeiter, die alle ehemalige Downhillfahrer oder aktive Downhillfahrer sind. Und wir haben auch normale Mitarbeiter, die ganz normal Trekkingrad fahren. Wir haben auch einen Meister, der ganz normal Tiefeinstieg fährt. Du weißt, worauf ich mich unglaublich freue gleich. Worauf denn? Auf den Burger, den es gleich gibt. Der kommt woher in Gießen? Gut Bürgerlich. Ist hier an der Straße, hier einer der berühmtesten Burgerläden in Gießen, die auch einer der Gewinner in der Pandemie waren, weil die auf Kiosk umgeschaltet haben und quasi Burger zum Mitnehmen angeboten hatten. Das 29er, hätte ja das 27,5er genommen. Ein Bunnyhop, einen kleinen. Dafür ist es vielleicht ein bisschen zu schwer. Ich muss aber sagen, er hat noch keinen Burger gegessen. Ja, vielleicht geht es ja jetzt ein bisschen einfacher. Der ist noch kraftlos. Aber es fährt sich schön? Es fährt sich sehr schön, ja. Ja gut, du arbeitest hier, was willst du anderes sagen? Ja, wenn es schlecht wäre, würdest du auch sagen, es fährt schön oder würdest du die Wahl? Er ist ja so ein Typ, er hat eben die Magura-Bremse runtergemacht, ja. Und ich habe gesagt, ey, die tolle Bremse, bla bla bla. Runtergemacht, aber hat die Wahrheit gesagt. Vom Handwerk habe ich sie runtergemacht. Handwerklichen Bereich. Genau, du hast gesagt, die Servitierung ist viel schwieriger als bei einer Shimano. Das ist unangenehmer. Ja, ja. Vielleicht habe ich auch schwieriger gesagt. Das ist halt umgekehrt. Aber jeder ist ja anders. Aber das Rad schneidet auch bei den Tests immer mit sehr gut ab. Ne? Also der Rahmen gibt es auch nächstes Jahr. Der wird jetzt nicht abgeschafft. Für Leute, die sich fragen, was kommt nächstes Jahr, den gleichen Rahmen gibt es auch nächstes Jahr. Nur halt ein bisschen teurer. Ja, schönes Detail auch. Die Züge sind lang genug, dass man den Lenker sogar biegen kann. Das sind alles so Kleinigkeiten, also wo man drauf aufpassen muss. Sag mal, ist das schwer, die Züge, wenn die jetzt gewechselt werden, die nochmal durchzukriegen, wenn du sie komplett austauschst? Bei dem hier? Bei dem hier weiß ich sogar gar nicht so genau. Es ist aber auch nicht gerade einfach. Es geht mit einem Magneten. Ah, oh, Tricks. Ja. Das heißt, das Ganze wird gemacht. Wie oft sollte man die denn tauschen, die Schaltzüge? Gar nicht. Also einen Schaltzug zu wechseln ist jetzt nicht die Welt. Ne? Die Hülle ist ja da, die Hülle wechselt ja nicht, wenn nichts passiert ist. Ne? Genau. Und dann machst du einfach den Zug rein und dann ist es hinten drin. Also ich habe die mal entsprechend gewechselt, die Hülle. Hat einen Knick drin, da ging er sehr schwer und das kann passieren. Das ist dann blöd, wenn du die Hülle ein bisschen wechseln musst, dann dauert das ein bisschen länger. Dann muss der Mechaniker so eine Viertelstunde gucken, wie das Ganze hier durch den Rahmen mit dem Magneten und durchschwingt. Aber es ist schon machbar. Aber die Hülle muss man eigentlich nicht wechseln, die halten halt ewig, wenn man nichts macht. Großes Thema Ersatzteile, ja. Du hast auch Spaß gesagt, das Fahrrad am besten nicht fahren, denn viele Ersatzteile im Moment schwer lieferbar. Erstausstattung ist da. Genau, also Nobinick ist zum Beispiel nicht lieferbar, wenn Sie das Fahrrad jetzt kaufen und innerhalb einem Monat den Reifen runterfahren, kann ich jetzt keinen Nobinick. Ich persönlich als Aber du hast irgendeinen anderen? Einen anderen haben wir, aber nicht speziell den Nobinick oder den Smart Sam. Das ist dann immer eine Lösung. XT-Kassetten auch da bitte zart anfahren im Moment, denn die Kassetten haben wir da, die Schaltwerke haben wir, glaube ich, nicht da. Also gucken, dass man die nicht runterfährt vor September, Oktober, August. Das wird sehr schwierig. Ich habe schon einen Kunden, der hatte XTR und ich habe XTR einfach nicht bekommen in der Ausstattung. Der hat es einfach bei Amazon bestellt, hat es zu uns gebracht und damals gewechselt. So lösen wir auch manche Probleme. Ja, du hast ihn natürlich sofort rausgeschmissen, hast gesagt, was, du hast es woanders gekauft? Nee, wir haben ihn auch gesagt, er soll es besorgen. Man muss es besorgen, der hat es nur bei Amazon bekommen. Wir haben einen Kunden, wo wir den Kettenblatt jetzt bei eBay in Amerika bestellt haben. Es war ein ganz spezieller E13 Kettenblatt vorne für ein Trackfahrrad. Das haben wir aus Amerika bestellt. Ist dann per Express zu uns gekommen. War jetzt auch gerade nicht so günstig. Allein der Versand hat, glaube ich, 40 Euro gekostet. Damit wir überhaupt das Fahrrad wieder fahrbereit machen können. Komm. Highbike Full 9 10. Da ist es. Und Full XD, Pike, Super Deluxe, 630 Wattstunden, CX, das Kettenblatt und Turbinendesign. Also wirklich alles vom Feinsten. Und die Farbe kommt bei den Leuten super an dieses Jahr. Damit wir das gerade noch komplementieren, packen wir das hier gerade ins gleiche Video mit rein, denn das ist quasi das baugleiche Fahrrad auf 27,5. Genau, mit 27,5 für jemanden, der ein bisschen agiler fahren will und der gleiche Rahmen haben will, ist alles gleich, nur kleinere Bereifung. Gut, die Dämpfer vorne ist dann halt für 27,5 der Pike. Okay, ist der Pike mit drin. Preis ist genau der gleiche, 5.999 Euro. Alles gleich. Ich zeig's mal gerade hier vorne. Das ist das Highbike Full 7 10 in
50 cm Rahmengröße, nehme ich an. Genau, ich habe es aber in jeder Rahmengröße da. Jetzt hast du in jeder Rahmengröße da. M und S haben wir sogar da. So, 6. Juni 2021. Wie kommt's, dass du Sachen hast, die keiner hat? Die keiner hat. Großen Stückzahl. In der großen Stückzahl. Ja, wir haben eine gute Beziehung zu den Herstellern. Sehr schön. Vielen Dank fürs Einschalten. Rufnummer? 0641 34393. 34393 in Gießen 0641. Einmal das Highbike Full 710 oder 10 Full 7 oder Full 710. Full 710 und dann Full 910. Und Full 910. Auch eine E-Mail schreiben, falls wir in unsere Telefone nicht reingehen können. Es kann sein, dass die Leitung überlastet ist und uns halt viel los ist. Nicht wundern. Einfach eine E-Mail schreiben. Wir versuchen so schnell wie es geht zu antworten. Sehr schön. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, Johannes. Genau. Bitte, bitte, Sven. Den wir ja andauernd hier missbrauchen am Sonntag für irgendwelche Bunnyhops und Wheelies und so weiter. Wir wollen aber einfach nur mal zeigen, man kann auch mit solchen schweren Fahrrädern, wenn man es kann, ganz schön fahren. Vorteil ist, du kannst den, ich sag mal, Berg dann auch 5 oder 6 oder 7 Mal fahren, statt nur 2 oder 3 Mal. Du kommst um einiges leichter hoch. Und wenn man sich deswegen ein E-Bike holt, dann kann man auch bergab ohne Probleme ohne Unterstützung fahren. Ist das in der Szene angekommen mittlerweile, dass man, also dass die Leute da schon mal, also auch die Profis sagen, ich hole mal einen Motor zum Hochfahren? Ja, auf jeden Fall sieht man immer häufiger. Zwar dann eher weniger einen schwachen Motor, aber EP8 und Bosch CX sieht man sehr oft. Sehr schön, ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Switchbike Bornemann in Gießen seit 98 Jahren am Markt und einer der größten Händler hier, zumindest mal in Hessen, Mittelhessen. Hessen, Mittelhessen, Kleinhessen. Das kann uns auch Heiberg bestätigen. Leute kommen aus ganz Deutschland, ganz Europa sogar mittlerweile zu euch, weil ihr seid lieferfähig. Ihr habt aber keinen Versand, muss man sagen. Wir haben keinen Online-Shop, aber wir senden schon. Schon mal. Also wenn man anruft, am besten E-Mail schicken. Ein Fahrrad suchen, weiß, okay, das Fahrrad will ich unbedingt haben. Der Kunde kommt aus Hamburg und kann uns anrufen, dann schicken wir es per Express dann nach Hamburg. Das ist kein Problem. 0641 34393. 34393 in Gießen, ja. Vielen Dank euch beiden, ja. Tschüss.